stupid like rice in the club. And my songs go hard though, and they everywhere like pints in the pub. Girls wanna come a little close, cause they know that I'm running with the flow. Skip that. Hey meine Lieben, heute bin ich wieder nicht alleine und zwar habe ich Jolina bei mir. Yay! Ich freue mich total hier zu sein. Die Hattie und ich haben so ein bisschen gezaubert und das hier ist das Ergebnis. Ja, wir haben zusammen geguckt, so hey, wir wollen irgendwie was Krasses machen. Also ich will was Krasses schminken, sie hatte Bock drauf und wir wollten Glitter, so extrem. Genau, wir haben gedacht, so ein bisschen zur Weihnachtszeit und zu Silvester, so da gehört Glitter halt einfach mit dazu. Und so ein bisschen Instagram-Motto, so ein kleines bisschen von allem etwas. So ein bisschen extrem, so von allem eine Spur drüber. Genau. Genau, und ich würde sagen, wenn ihr wissen wollt, wie ich das Prachtstück hier geschminkt habe, dann würde ich sagen, bleibt dran. Als erstes fange ich wieder mit einer Lidschattenbase an und zwar ist es der von MAC, der Paint Pot in Soft Ochre. Den kennt ihr ja jetzt aus all meinen Videos. Ich fange diesmal zuerst mit dem Auge an, weil ich werde Glitter benutzen, weil wir uns beide für so einen fetten Instagram-Look entschieden haben. Oh ja, definitiv. Und damit ich meine Foundation nicht ruiniere, fange ich halt erst mit dem Auge an. Den Lidschattenprimer setze ich nochmal mit einem Lidschatten. Auch wenn ich mit Glitterglue arbeiten werde, brauche ich trotzdem erstmal etwas, um meine Übergangsfarben besser verblenden zu können. Setze ich das Ganze nochmal. Ich darf Jolinas Make-up Geek Many MUA Palette benutzen und da nehme ich die Farbe Beaches and Cream. Die ist echt sehr, sehr schön, die Palette. Die ist der Hammer. Die schaut echt richtig toll aus. Und die Farbe wird meine Übergangsfarbe. Also das wird man jetzt bei Jolina überhaupt nicht sehen. Aber ich arbeite trotzdem mit der Farbe, um mir einfach eine gute Base zu schaffen. Meine nächste Übergangsfarbe ist die hier. Und jetzt wärme ich einfach nochmal so ein bisschen die Lidfalte. So ein bisschen aufwärmen. Und verblende die Farbe auch super sorgfältig. Also ich mache das so richtig, wie soll ich sagen, also ich verblende die Farben halt richtig krass, damit man nicht so viel von den Farben sieht. Einfach nur ein bisschen Wärme. Du hast so ein schönes Auge zum Arbeiten. Das ist der Wahnsinn. Ganz wichtig ist, ein guter Trick für alle Leute, die geschminkt werden und macht es natürlich auch den Leuten einfacher, die einen schminken. Wenn das Auge geschminkt wird, schließt es nicht komplett, sondern guckt einfach nur runter. So habt ihr nämlich die komplette Form des Augapfels immer noch präsent und ihr seht wirklich, wo eure Lidfalte verläuft. Also wenn ihr es zupresst, dann verrutscht das ja, Ganze. Ja, total. Tip of the day. Okay, es wird jetzt noch mal ein bisschen wärmer, dafür nehme ich diese Farbe. Und zwar Frappe. Versuch so in der Lidfalte zu bleiben, aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir so ein bisschen drüber kommen. Also es geht halt einfach nur um ein bisschen Farbe und Dimension zu verleihen. Wir haben Spaß, okay? Das ist jetzt eher so Fun-Make-up als alles andere. Aber definitiv auch für die Feiertage oder für Silvester tragbar. Ja. In erster Linie geht es halt wirklich um die Technik. Das Ganze halt schön ausgeblendet und im Endeffekt Knaller. Ich bin gespannt. Ich auch. Oh yeah. Die Farbe Aphrodite nehme ich auf einen kleineren Blendepinsel, klopf Farbe ab und gebe die Farbe jetzt wirklich komplett in die Lidfalte. Und lass mir beim Ausblenden halt super viel Zeit. Wie lange brauchst du für so ein glamorous Make-up? Ich würde sagen maximal eine Stunde. Ich gehe nochmal mit dem größeren Blendepinsel drüber, aber ohne Farbe. Es geht jetzt einfach nur darum, um das Ganze miteinander zu verbinden. Ich nehme nochmal die Farbe hier in der Mitte, nicht zu viel. Und gehe nochmal über alles drüber. Was ich jetzt mache, ich nehme diesen roten Ton und zwar Mars. Das ist der Hammer. Nochmal einen großen, fluffigen Blendepinsel. Auch nicht zu viel Farbe, einfach ein bisschen weniger und dann Stück für Stück aufbauen. Und das gebe ich direkt oben drüber, um dem Ganzen jetzt diesen roten Touch zu verleihen. Und das Ganze natürlich super gut ausblenden. Also wir machen jetzt Dramatic Instagram Festtag Silvester Schlag mich tot Make-up. Als Highlight unter der Augenbraue nehme ich die Farbe Vermeer von der Anastasia Modern Renaissance Palette. Und die Farbe gebe ich direkt unter Jolinas Augenbraue. Nicht zu viel, einfach nur ein bisschen Highlight. Kommen wir zum Fun Part und zwar Glitter Glue. Und zwar ist es der von NYX. Den gebe ich mir einfach auf meinen Handrücken. Ich nehme nochmal die Farbe Mars und gebe das komplett auf Jolinas Lid. Das muss jetzt nicht krass präzise sein. Das ist einfach nur, um den Glitter ein bisschen deckender zu machen. Trage den Glitter Glue so mit, wie sagt man denn auf Deutsch? Tupfen.
tupfende Bewegungen. Auf nicht zu viel. Und den Glitter, den ich nehme, ist von NYX in der Farbe Red. Das sieht so krass aus. Total cool. Ich nehme nochmal den dunklen Ton hier und gehe nochmal ein bisschen in die Lidfalte, um das Ganze nochmal irgendwie so ein bisschen miteinander zu verblenden. Das ist ja bei Glitter sowieso immer ein bisschen schwierig, aber einfach um nochmal Tiefe zu verleihen und wenigstens ein bisschen versuchen, das Ganze so zu verblenden. Ja. Jolene hat jetzt super viel Glitter im Gesicht. Ich nehme einfach so ein Babyfeuchttuch und wische das vorsichtig, ohne die Haut zu reizen, vom Gesicht, so gut es geht. Ich mache jetzt erstmal weiter mit dem Gesicht. Dafür nehme ich Fix Plus, um einfach das Gesicht vorzubereiten und sprühe ihr Gesicht ordentlich damit ein. Richtig ins Ohr gesprüht. Richtig übel, total auf der total hoch. Und der ging so direkt ins Trommelfell rein. Und ich fand das so, sieht schön aus. Fix Plus lasse ich kurz einziehen, nicht allzu lang. Dann nehme ich meinen nassen Beauty Blender und arbeite das in die Haut ein. Dadurch habe ich einfach das Ergebnis, dass das Fix Plus schön in die Haut eingearbeitet wird. Und ich habe ein bisschen Produkt auf meinem Beauty Blender. Und wenn ich nachher die Foundation einarbeite, dann habe ich so super durchfeuchtete Haut. Wisst ihr, was ich meine? Halt einfach geil. Julina meinte, sie hat trockene Haut. Deswegen nehme ich von Marc Jacobs meinen allerliebsten Primer. Und zwar der Coconut Primer. Ich arbeite den Primer sorgfältig in Julinas Haut ein, ohne die Haut dabei zu reizen. Jolene hat ein paar Poren, die versiegele ich, und zwar mit dem Smashbox Photo Finish Primer. Da nehme ich super wenig und klopfe das so in die Poren ein. Wir wollen ja hier richtig dramatisch Full Coverage. Dafür nehme ich von Marc Jacobs die Remarkable Foundation. Farbe wird vielleicht ein bisschen hell sein, ist aber nicht schlimm. Boah. Hallo. Hä? Nee, mega deckend. Okay. Die Kontur und mein Highlight habe ich aufgetragen und ich fange erstmal an, die Kontur zu verblenden, um das Ganze dann gleich nochmal mit dem Highlight auszugleichen. Also ich gucke gleich, wie extrem ist meine Kontur, um das dann so ein bisschen überzublenden und zu verbinden. Ich habe Jolinas Gesicht komplett mit Puder gesettet. Das sieht jetzt alles noch sehr ghostig aus, was nicht schlimm ist. Aber ich bake einmal nochmal unter ihrem Auge. Um Jolinas Gesicht jetzt noch ein bisschen aufzuwärmen, nehme ich von Benefit den Hoola Bronzer und wärme ihr Gesicht ein bisschen auf. Ein bisschen Powder Contouring mache ich noch, um nochmal ein paar Schatten zu setzen. Ich springe jetzt nochmal mit den Steps, ich mache mit den Augen weiter, nehme nochmal die Farbe Mars und gebe das unter Julinas Wimpernkranz. Und das will ich richtig ausgeraucht haben. Hast du Tränen in den Augen? Tränen gar nicht, sie werden nur schnell rot. Das passt ja heute zum Eyeshadow-Look, ne? Ja, heute wollen wir alles in total rot. Monochromatic. Ja, genau. Your green eyes popping. Popping. Damit das nicht ganz so rot bleibt, nehme ich nochmal die Farbe hier in der Mitte und einen ganz kleinen Blendepinsel und wärme das hier nochmal so ein bisschen auf. Dann verbindet sich das, also das Ganze wird zu einem und ist nicht so abgehackt. Um den unteren Wimpernkranz so ein bisschen zu definieren, nehme ich nochmal diesen Ton hier und so einen Flat Definer Brush und arbeite die Farbe direkt in den Wimpernkranz rein. Du hast so krasse Wimpern. Das ist gerade die unten sind echt. Heftig. Die unteren sind echt lang. Und das Ganze nochmal so ein bisschen ausblenden. So, weiter geht's mit den Augenbrauen. Endlich. Sehr cool. Augenbrauen sind für mich in letzter Zeit echt mega wichtig. Es hat sich die ganze Zeit irgendwie angefühlt, als ob noch irgendwas ein ganz wichtiger Schritt fehlt. Ja, ja. Ich finde, Augenbrauen macht, oh, das macht so viel aus.
Und weil ich es so liebe, gibt es Lily Lashes. Yay. Sehr cool. Ja. I know. Okay, ich sprühe Julina nochmal ein bisschen mit Fix Plus ein, weil ich möchte jetzt den Highlighter auftragen. Den Highlighter, den ich benutze, ist einmal Pearl und Champagne Pop von Becca und der Jaclyn Hill Kollaboration. Yay, ich liebe diese Farben, so schön. Blush fehlt noch, da nehme ich von Milani den Luminoso. Bei den Lippen haben wir uns beide für Nude entschieden. Ich nehme einmal den MAC Lip Liner in Strip Down. Und der Lipgloss, den sich Julina ausgesucht hat, ist von Anastasia Beverly Hills in der Farbe Butterscotch. Ich bin fertig. Ich persönlich bin von dem Ergebnis mega begeistert, so wie es jetzt rausgekommen ist. Julina hat das Ganze noch gar nichts gesehen. Und sie meinte schon die ganze Zeit, oh mein Gott, ist es so schlimm, dass ich mich nicht sehen kann. Und sie ist es auch nicht gewohnt, dass sie geschminkt wird. Nein, und gar nicht. Für mich ist es das erste Mal, dass ich einen Pro schminke. Also ja, Pro zu einem gewissen Level. Also es war unglaublich angenehm, geschminkt zu werden. Und ich sitze gerade voll auf heißen Kohlen. Ich kann gar nicht abwarten zu gucken. Auf drei. Ja. Oh mein Gott. Zwei, drei. Ach, du ahnst es nicht. Oh mein Gott. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Krass. Oh mein Gott. Okay, dann hätte ich mich jetzt noch mehr fühlen können. Krass. I'm feeling myself. Sie hat gerade gepostet, so I'm feeling myself. Mhm. Die Augen sind der absolute Hammer. Krass, ich bin mega sprachlos. Die Lippen sind auch total schön. Die sind halt gerade so ein bisschen hier schwierig, aber ja, gut. Mega schön. Oder? Die Augenbrauen sind nicht ganz so mein Style. Was hättest du gemacht? Ich hätte sie einen Ticken schärfer gemacht, aber so. Noch härter? Ja, aber. Aber ich stehe gerade auf dieses Natürliche. Aber das ist halt, das passt perfekt zum Look. Es passt wirklich perfekt zum Look. Hattie, du hast es so gekillt. Weißt du, was ich dachte? So, Nude-Lippen ist geil, aber so eine richtig fette, irgendwas, was in Rot, irgendwas ins Rote geht oder so? Lila, ja, auch schön. Da? Auch schön. Aber geil. Ich persönlich muss sagen, als du meine Haut geschminkt hast, ich war super neugierig zu sehen, wie meine Haut aussieht. Aber die Augen stehlen dem Ganzen gerade mega die Show. Die Kontur ist mega schön, es ist super fein und sauber gearbeitet. Highlight on fleek, also es ist alles da. Ich bin meinem Supertalent dabei. Ja, mega, mega. Also ich meine, wer bin ich, dich eine Runde weiterzuschicken? Aber so ein bisschen im Job auskennen tue ich mich ja schon und das ist der absolute Hammer. Danke, ey, ich glaube, ich freue mich immer mehr, wenn die Leute das Ergebnis. Aber das steht dir unfassbar gut. Deine schwarzen Haare und diese grünen Augen leuchten hinter der Kamera wie so Smaragde. Und dieses so bling bling. Crazy shit, girl. Krass, ich find's richtig geil. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Hattie, du hast es richtig, richtig geil gemacht. Leute, danke. Wenn ihr dieser wunderbaren Zauberin noch nicht folgt, schaut euch den Skills an. Ihr habt das Before and After gesehen, so. Ey, danke, dass du da bist. Ja, ohne Scheiß. Ey, Julina ist aus Bremen hergefahren zu mir, damit ich sie schminken darf. Ja, total der Luxus, oder? Nein, das ist voll cool, dass du kommst, weil viele sind so, ich habe keine Zeit und du bist in Bielefeld und du bist halt so, ey, ich komme. Hey, ich komme sofort. Ich meine, um von Hattie geschminkt zu werden, komme ich sofort. Mega dankbar bin ich. Julina und ich hatten mega viel Spaß, das Ganze zu kreieren. Wir saßen hier zusammen, also sie hat den Look echt gar nicht gesehen, aber wir haben so ein bisschen zusammen, sie hat gesagt, das hätte ich, ich habe gesagt, das hätte ich gerne. Und wir haben auch ein Video auf Jolinas Channel gedreht. Genau, stimmt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Abonniert ihren Channel. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund. Und nee. Das schätze ich sehr. Ja, das muss man wirklich sagen. Das stimmt. Und begleitet sie auf ihrem tollen Weg. Ansonsten bedanken wir uns beide bei euch fürs Reinschalten. Sagen Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Mit euch.